So, wir kommen jetzt zur vierten Zielfahrt der achten Woche. Und da seht ihr gleich am Startort einen wirklich komplizierten Namen des Krankenhauses. Da kann ich nur generell mal sagen, dass ihr wirklich versuchen müsst, diese Namen korrekt auswendig zu lernen und sie auch in der Prüfung hundertprozentig korrekt wiederzugeben. Das ist doch etwas, worauf die Prüfer tatsächlich achten. Die Zielfahrt führt uns also vom Evangelischen Krankenhaus Elisabeth Herzberge in den Ortsteil Neu-Hohenschönhausen. Zufahrt geradeaus, Herzberger Straße. Siegfriedstraße. Rechts, Siegfriedstraße. Geradeaus, Liebenwalder Straße. Rechts, Genzler Straße. Links, Bahnhofstraße. Links, Konrad-Wolf-Straße. Rechts, Oberseer Straße. Rechts, Degner Straße. Links, Malchower Weg. Rechts, Falkenberger Chaussee. Links, Egon-Erwin-Kiesch-Straße. Und schon sind wir am Ziel angelangt. Bei dem Zielort, den wir uns hier ausgesucht haben, im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen, seht ihr wieder Egon-Erwin-Kiesch-Straße, ein wirklich komplizierter Straßenname, und das kann nur wieder bedeuten, dass man die wirklich sehr genau lernt.